Die Plaza de la Constitución, auch Zócalo genannt, ist der zentrale Platz von Mexiko-Stadt auf 2250 Meter über Meer. Er gehört zu den größten und bekanntesten Stadtplätzen der Welt. Am Zócalo befinden sich einige der wichtigsten Institutionen des Landes. Kathedral Metropolitana de la Asunción de María de la Ciudad de México ist die größte und älteste Kathedrale des amerikanischen Kontinents und Sitz des katholischen Erzbischofs von Mexiko. Die Kirche wurde ab 1573 angelehnt nach Plänen der gotischen Kathedralen Spaniens errichtet. Knapp 100 Jahre später fand die Weihe der Kirche statt. Erst 1813 wurde die Kathedrale mit Türme und Kuppel fertiggestellt. Durch die lange Bauzeit erhielt sie Einflüsse der Renaissance, des Barock und des Klassizismus. Die Kirche war durch Bodensenkungen stark bedroht und wurde in den 1990er Jahren mit Hilfe eines Tunnelnetzwerks unter der Kathedrale stabilisiert. Das alte Rathaus von 1532, erbaut aus den Steinen der alten Aztekenstadt Tenochtitlan, ist der Sitz der Regierung des Bundesdistrikts. Das Gebäude erlitt Brandschäden, die schlimmste in 1692, Überschwemmungen, Erdbeben, bewaffnete Konflikte, Ergänzungen und Renovierungen. Der Nationalpalast ist Sitz der Regierung von Mexiko. Der Bau wurde 1563 als Residenz des Vizekönigs von Neuspanien begonnen. 1659 und 1692 durch Brände teilweise zerstört, wurde der Palast danach in der heutigen Form wieder aufgebaut. Wie der Nationalpalast hat auch jedes Rathaus in Mexiko eine Glocke, welche am Unabhängigkeitstag geläutet wird. Neben dem Zócalo sind auch die letzten Überreste der Aztekenstadt Tenochtitlan. Skulptur zum Gedenken an die Gründung von Mexiko Tenochtitlan direkt neben dem Rathaus der Stadt Mexiko. Adler und Schlange sind Symbole der mexikanischen Flagge. Der Torre Latinoamericana, ein 182 Meter hoher Wolkenkratzer, zeigt die Richtung zur Fußgängerzone. Das Gebäude überstand die schweren Erdbeben im Jahre 1957 und 1985 unversehrt. Das Denkmal zeigt die drei Herrscher des aztekischen Dreierbundes. Das Kachelhaus, ein schönes Kolonialhaus, wurde 1596 erbaut. Im 18. Jahrhundert wurde das Haus im barocken Stil renoviert und es wurden außen blaue und weiße Kacheln aus Pueblo angebracht, deshalb der Name.
Das Postgebäude wurde 1907 auf dem ehemaligen Grundstück eines Krankenhauses eröffnet. Neben den Torre Latinoamericana steht das 1947 eröffnete erste Sears-Warenhaus von Mexiko. Aus der obersten Etage hat man einen schönen Blick auf den Palast der schönen Künste. Das monumentale Gebäude gilt als das höchste und wichtigste Kulturhaus Mexikos, das sowohl dem Theater, dem Tanz, der Musik und Oper, den visuellen Künsten, der Literatur und der Architektur geweiht ist. Der Bau wurde 1904 begonnen, jedoch infolge politischen und geologischen Unregelmäßigkeiten konnte der Bau erst 1934 beendet werden. Frida Kahlo de Rivera war eine mexikanische Malerin. Ihre Bilder waren durch ihre Kinderlähmung und einem schweren Unfall geprägt. Die letzten 31 Jahre lebte sie in diesem Haus, das nun als Museum dient. Es umfasst einen großen Teil von Kahlos Besitz und ihrer Gemälde. Das Estadio Olimpico Universitario war Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1968. Es wurde 1952 entworfen und war zu dieser Zeit das größte Stadion Mexikos. Die Stadionmauer sollte durch ein Mosaik verziert werden, wurde aber nur zu einem Bruchteil fertiggestellt. Die Nationale Autonome Universität von Mexiko ist eine der ältesten und größten Universitäten des amerikanischen Kontinents. Nach 1551 wurde die Universität 1910 neu gegründet. 1954 bezogen Studenten und Lehrkräfte die neue Universitätsstadt im Süden von Mexiko-Stadt. Die Zentralbibliothek ist das bekannteste Gebäude auf dem Campus und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Darstellung des aztekischen Gottes Tlaloc steht am Eingang des 1963 eröffneten Anthropologischen Museums. In dem werden die präkolumbische Vergangenheit und die lebende indianische Kultur Mexikos ausgestellt.
Cuauhtitlán ist ein Altar, der bei den Azteken für Opferzeremonien benutzt wurde. Der Stein der Sonne, oft irrtümlich aztekischer Kalenderstein genannt, ist eine große monolithische Skulptur aus dem Bereich des alten Haupttempels von Tenochtitlan. Die Skulptur aus Basalt misst ungefähr 3,6 Meter im Durchmesser und ist 1,22 Meter dick. Das Gewicht beträgt 24 Tonnen. Cuauhtlicue ist eine aztekische Götterstatue aus schwarzem Basalt. Olmekischer Kolossalkopf, dessen Volk am Golf von Mexiko lebte. Als Chacmool wird diese bestimmte Art von Steinplastiken im Gebiet des Volkes der Maya bezeichnet. Grabschmuck und Totenmaske von Pakal I. Er war der bedeutendste Herrscher der Maya-Stadt Palenque. Er regierte von 615 bis 683 seinem Tode. Die 7 Tonnen schwere vergoldete Bronzestatue der Siegergöttin Victoria steht mit anderen Symbolen von Unabhängigkeit und Gerechtigkeit in der modernen Innenstadt. Der Wallfahrtsort, die Jungfrau von Guadeloupe, entstand durch den Bau einer Kapelle infolge einer Erscheinung im 16. Jahrhundert. Mit den Jahren entstanden immer größere Kirchen. Die Kapelle del Posito von 1791 wurde um einen Brunnen herum gebaut, welcher Wunderheiler war, jedoch auch Infektionsherd. Die alte Basilika von 1709 war durch den instabilen Untergrund abgesunken. Sie konnte nach langer Reparaturzeit für die Besucher wieder eröffnet werden. Die Kirche und Kloster der Kapuziner von 1797. Die neueste Kirche wurde 1974 erbaut. Diese hat Platz für 10.000 Gläubige. Das sagenumwobene Bild der Maria ist weder Malerei noch Fotografie.
Coyoacán, Ort der Kojoten, ist ein südlicher Stadtbezirk von Mexiko-Stadt. Das prähispanische Dorf soll schon 1330 existiert haben und zahlreich bevölkert gewesen sein. Es war berühmt für seine Gärten und Quellen. Von den Dominikanern 1528 gegründetes Kloster San Juan Bautista. Vorbei an Häusern, deren Farbe von stimmensuchenden Politikern gespendet wurde. Teotihuacan ist eine der bedeutendsten prähistorischen Ruinenstädte Amerikas, die seit 1987 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Das Gebiet von Teotihuacan war bereits seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert permanent besiedelt. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung hatte sie möglicherweise bis zu 200.000 Einwohner. Damit war sie zu ihrer Zeit die mit Abstand größte Stadt auf dem amerikanischen Kontinent und eine der größten der Welt. Ab etwa 650 schwand ihr Einfluss, bis sie um 750 aus noch nicht vollständig geklärten Gründen weitgehend verlassen wurde. Die Azteken fanden Teotihuacan bei ihrer Einwanderung ins Hochland von Mexiko bereits als Ruinenstadt vor und gaben ihr den bis heute fortlebenden Namen, der so viel bedeutet wie »wo man zu einem Gott wird«. Im Zentrum steht die Sonnenpyramide mit 65 Metern, die drittgrößte der Welt. Am nördlichen Ende der Straße der Toten steht die 45 Meter hohe Mondpyramide. Sie entstand ca. 100 Jahre später. Die umgebenden Mauern von rund 400 Meter Seitenlänge umringen die Ciudadela, vermutlich eine höfische Anlage oder Palast. Im Innenbereich der Ciudadela steht der Tempel des Quetzalcoatl. Einige Kopfskulpturen an der Frontseite des Tempels. In einer Kooperative werden die vielen nützlichen Dinge einer Agave erklärt. Das ist ein spezieller Kürbis, das ist ein Naturkalabas, fest und hier die Saugen, gucken Sie. Hier bitte. Die Saft in 24 Stunden fermentiert, zum Beispiel Pulque, Aztekenmedizin. Für was? Für Gastritis und die Pflanze erzeugt täglich eine Gallon pro Tag für 3 Monate und dann die Pflanze ist kaputt und dann entdeckt hier dieses Agavefasser, bitte schön. Das ist hier Agavefasser. Jetzt gefällt mit Pflanzen, mit Blumen und dann machen Teppich, die Stecken, die Schläufer, Ponchos, gleiches als meine. Sehen Sie auch, hier. Das ist ein Nadel. Nadel mit Faden, alles zusammen. Oder ein Stück Papier.
Weiter geht's an Straßenverkäufern vorbei nach Osten. Nach 92 Jahren Bau wurde die Kathedrale von Puebla 1649 eingeweiht. Aber es dauerte noch 50 Jahre, bis sie ganz fertiggestellt war. Puebla wurde 1531 gegründet und war in dieser Gegend die erste Siedlung der Eroberer. Sie bekam auch die erste Universität in Mexiko. Der Legende nach wurde die Stadt Puebla von den Engeln selbst für die Sterblichen erschaffen und entworfen. Daher wird sie auch Pueblo de los Ángeles genannt. Bekannt ist sie vor allem wegen ihrer architektonischen Schönheit. Heute kennt man Pueblo auch als Industriestadt, in der ein Automobilwerk von VW steht, das bis 2003 den legendären Käfer produzierte. Die schlichte Fassade aus grauem Basaltstein der Kirche Santo Domingo lässt die Üppigkeit in ihrem Innenraum nur schwer erahnen. Das meisterhafte Altarbild des Hauptaltars, die Kanzel aus Onyx und die Arbeiten aus Gips und Blattgold tragen zu der extravaganten Dekoration der Charakteristik des mexikanischen Barocks bei. Das Museum der Mexikanischen Revolution, auch als Haus der Cerdán-Brüder. Durch die Sierra Madre del Sur ändert auch die Vegetation. Große Schwierigkeiten auf dieser Stelle. Monte Alban war die Hauptstadt der Zapoteken und liegt 10 km entfernt von der Stadt Oaxaca im gleichnamigen Bundesstaat. Es liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel auf einer künstlich abgeflachten Bergkuppe und war das religiöse Zentrum der Zapoteken, später der Mixteken. Seine Blütezeit liegt zwischen 300 und 900 nach Christus. Die Anfänge der Besiedlung von Monte Alban liegen nach bisherigen Erkenntnissen im 8. Jahrhundert vor Christus. Thank you.
Die Iglesia de Santo Domingo de Guzmán ist Oaxacas berühmteste Kirche mit dem dazugehörigen Dominikanerkloster aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Wo früher das Kloster war, ist nun ein Museum mit bedeutender Sammlung von präkolumbianischen Artefakten. Auf der Fußgängerzone gelangt man zum Zocalo von Oaxaca. Obgleich mehrere Erdbeben die Stadt in den vergangenen Jahrhunderten trafen, das letzte am 30. September 1999, und dadurch auch viele ältere Gebäude zerstört wurden, macht das Zentrum einen relativ unversehrten Eindruck. Es ist im spanischen Kolonialstil erbaut und den Mittelpunkt der Altstadt bildet der Zócalo, offiziell Plaza de la Constitución genannt, mit der Kathedrale. Vom Markt mit seinen für uns eher ungewöhnlichen Esswaren besuchen wir die schmackhaftere Schokoladenfabrikation. Am Abend wird dann in Oaxaca geheiratet mit allen möglichen Statussymbolen. Das Monument mit den Herausforderungen und Lebensetappen von Benita Juárez, der Mexiko maßgeblich geprägt hatte. Ein typischer mexikanischer Friedhof in Santa María del Tule. In diesem Dorf steht auch der dickste Baum der Welt. Die 1500 Jahre alte Sumpfzypresse hat einen Stammumfang von 46 Metern.
In einer Weberei wird uns die Herstellung der Wolle mit den verschiedenen Färbemitteln bis zum typischen mexikanischen Teppich vorgeführt. Da müssen Sie auch mit den Pedalen beim Webstuhl das bewegen. Warten Sie, ich natürlich. Nein, er reißt es ab und durch das Festmachen ist die fest. Und dann ein Jemand, der möglich. Vom Außenwärmenden wechseln wir zum Innenwärmenden und lassen uns die Herstellung von Mezcal vorführen. Aus dem Saft des gerösteten und gepressten Herz der blauen Agave entsteht durch zweimal Destillieren der Mezcal mit dem typischen Wurm in der Flasche. Mitla ist berühmt für seine präkolumbischen Bauten mit einer in Mesoamerika einzigartigen Wandornamentik. Obwohl archäologische Hinweise darauf hindeuten, dass Mitla bereits 500 vor Christus besiedelt war, datieren die ältesten Gebäude auf etwa 200 nach Christus. Die Palastwände sind mit unverwechselbaren geometrischen Mosaiken dekoriert. Jeder Fries ist als Mosaik gearbeitet und besteht aus bis zu 100.000 separaten, exakt gearbeiteten Steinen. An einigen Stellen, an denen aus statischen Gründen anstelle der kleinen Steine große Steinblöcke verwendet wurden, führen diese dasselbe Mosaikmuster als Relief fort. Während man vielen Ornamenten in den verschiedensten Kulturkreisen der Welt eine unheilabwehrende Bedeutung beimisst, scheinen die abstrakten, abwechslungsreichen und nur Teile der Wandfläche innen wie außen überziehenden Ornamentmotive Mitlas rein dekorativen Charakter zu haben. Mit dem letzten Ausläufer der Sierra Madre del Sur kommen wir wieder auf knapp Meereshöhe und erreichen mit ca. 200 km die schmalste Stelle von Mexiko. Am Abend kommen wir in Chiapa de Corzo an, wo gerade ein Volksfest stattfindet. Am nächsten Morgen können wir die Sehenswürdigkeiten genauer anschauen. Neben dem Uhrturm steht das Wahrzeichen der Stadt und ein einzigartiges Monument aus der Kolonialzeit. Der im Jahre 1552 aus Ziegelsteinen erbaute La Pila-Brunnen wird wegen seiner ungewöhnlichen, an eine Krone erinnernden Form auch La Corona genannt.
Die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaute Iglesia Santo Domingo ist die ehemalige Klosterkirche des Dominikanerordens. Die Marimba, ursprünglich aus Afrika, ist das Nationalinstrument von Guatemala. Die Entwicklung der Marimba wird optisch und akustisch dargeboten. Mit dem Boot befahren wir Park Nacional del Cañón del Sumidero und besuchen die religiösen und tierischen Uferstellen. Am Zócalo von San Cristóbal de las Casas steht die Kathedrale aus dem Jahre 1721. Zur Ernennung Chiapas zum Bistum wurde die Kirche von 1528 abgerissen, um die aktuelle Struktur zu bauen. Die Kirche Santo Domingo des ehemaligen Dominikanerklosters hat eine herrliche barocke Stuckfassade mit stark indianischem Einfluss. In 1547 wurde hier angefangen zu bauen und Anfang des 18. Jahrhunderts dürfte es im Wesentlichen fertig gewesen sein. Rund um die Kirche Santo Domingo findet noch täglich ein Indiomarkt statt, bei dem auch Touristen zu ihren Souvenirs kommen.
San Cristobal ist eines der beliebtesten Reiseziele von Chiapas. Auf fast 2200 Meter ist auch das Wetter am Morgen wieder recht kühl. Die durch einen Blitz abgebrannte Kirche San Sebastian steht im Friedhof von San Juan Jamula. Das Betreten der Ruine soll Unglück bringen, weil böse Geister in ihr hausen. Die Religion in Jamula ist eine eigene Vermischung aus Maya-Religionen und dem Christentum. In Jamula allerdings ist die alte Religion weit ausgeprägter vorhanden als an anderen Orten. Die kleine Dorfkirche San Juan Bautista wurde schon 1524 erbaut und ist natürlich Johannes dem Täufer, ihrem wichtigsten Heiligen, gewidmet. Wenn man sie betritt, findet man sich aber in einer sehr fremden Welt wieder. An den Wänden hängen Glaskästen mit Heiligen, es gibt aber keine Sitzbänke, keine Orgel und auch keinen Pfarrer. Die Leute hocken auf dem Boden, alles ist mit Piniennadeln ausgelegt, viele tausend Kerzen brennen. Schamanen murmeln Gebete, dicke Schwaden von Weihrauch und Kopal hängen in der Luft, manchmal wird auch ein Huhn geopfert. Um den Kontakt zu den Heiligen herzustellen, wird Gola getrunken. Es hat den Zweck, dass man rülpsen muss und damit entweichen böse Geister aus dem Körper. Sinacantlan wird hauptsächlich von Tzotzli bewohnt und sie leben zum großen Teil von der Blumenzucht. In ihrer Sprache Tzotz bedeutet Wolle. Tatsächlich ist Wolle ein primäres Material, von dem sie bunte Kleider machen. Ein Einblick in eine Tzotzli-Familie zeigt das handwerkliche Geschick von jung bis alt. Zum Zvieri gab es waschechte Tortillas. Der Wasserfall von Misol Ha ist ca. 35 Meter hoch und dahinter ziemlich feucht.
Palenque ist eine vom Tieflanddschungel umgebene archäologische Fundstätte einer ehemaligen Maya-Metropole. Bisher wurden erst ca. 5% der Bauten freigelegt, der Rest ist noch vom Dschungel überwachsen. Auf einer Fläche von 100x80 Metern erhebt sich der Palast, der größte architektonische Komplex. Er besteht aus Gebäuden mit einer rechteckigen Basis und zahlreichen Türen, die auf künstlichen Plattformen gebaut sind. Der Palast wurde vermutlich in mehreren Phasen mit einer Bauzeit von insgesamt rund 120 Jahren errichtet. Der vierstöckige Turm im Innern des Komplexes wurde möglicherweise als Observatorium oder als Wachturm genutzt. Der Palast besitzt mehrere Innenhöfe, die als Lichtquelle für die umliegenden Räume dienten. Zahlreiche kleine Bäche fließen durch die archäologische Zone. Südöstlich des Palastes liegen drei Tempel, die einen offenen Platz begrenzen und zusammen als Kreuzgruppe bezeichnet werden. Die Gruppe wurde vermutlich Mitte des 7. Jahrhunderts nach Christus erbaut. Die drei Tempel dienten vermutlich alle dem gleichen Zweck, nämlich der Verehrung der drei Lokalgottheiten. Ein kurzer Halt am Golf von Mexiko in Campotón. Nächtliche Ankunft in der Hafenstadt Campeche. Am Tag leuchten die typischen farbigen Häuser. Das Haus eines reichen Farmers des letzten Jahrhunderts. Die 1526 gegründete Kathedrale Nuestra Señora de la Concepción ist die älteste auf der Halbinsel Yucatan.
Die mit bunten Kacheln besetzte Kirche San Juan besitzt als zweiten Turm einen Leuchtturm. Nach fast vollständiger Zerstörung von Campeche um 1663 besitzt sie nun als einzige mexikanische Stadt eine Befestigungsanlage, welche um 1706 fertig gebaut war. Ebenfalls im Kontrast zur kolonialen Architektur der Stadt ist das aus den 1960er Jahren stammende Verwaltungsgebäude des Bundesstaates Campeche im Stil der lateinamerikanischen Moderne. Die Ruinen von Uxmal, einer ehemals großen und kulturell bedeutenden Stadt der Maya in Mexiko. Die Stadt erlebte ihre Hochblüte am Ende des späten Klassikums im 9. und frühen 10. Jahrhundert nach Christus. Sie wurde aber bereits ein bis zwei Jahrhunderte später völlig verlassen. Die Bauten werden von der Adivino-Pyramide überragt, die wie die meisten Gebäude in Uxmal während der Besiedlung der Stadt immer wieder umgebaut und erweitert wurden. Mächtigstes einzelnes Gebäude ist der auf einer hohen Plattform gelegene sogenannte Gouverneurspalast. Thank you.
Die Kathedrale von Merida wurde 1598 fertiggestellt. Sie wurde durch Hunderte von Maya-Arbeitern errichtet mit Baumaterial der zuvor zerstörten Tempel der alten Maya-Stadt Tiho. Die riesige Figur des gekreuzigten Christus ist das Symbol für die Aussöhnung zwischen den Nachfahren der Spanier und der Maya. Der ehemalige Bischofspalast ist nun ein Kunstmuseum. Der Palacio de Gobierno, der Gouverneurspalast, dessen Innenhof mit Wandgemälde zur Geschichte Yucatans geschmückt ist. Der ehemalige Palast von 1549 der Familie Montejo, Eroberer von Yucatan und Gründer von Merida, mit seinem figurengeschmückten Portal ist heute Sitz einer Bank. Das Freiheitsmonument zeigt die Geschichte Mexikos von der prähispanischen Zeit bis ins 20. Jahrhundert. Chichen Itza ist eine der bedeutendsten Ruinenstätten auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Ihre Ruinen stammen aus der späten Maya-Zeit. Mit einer Fläche von 1547 Hektar ist Chichen Itza einer der ausgedehntesten Fundorte in Yucatan. Das Zentrum wird von zahlreichen monumentalen Repräsentationsbauten mit religiös-politischem Hintergrund eingenommen, aus denen eine große, weitgehend erhaltene Stufenpyramide herausragt. Im direkten Umkreis befinden sich Ruinen von Häusern der Oberschicht. Zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert muss diese Stadt eine überregional bedeutende Rolle gespielt haben. In jeder Ausgrabungsstätte trifft man immer wieder die heiligen Tiere, den Jaguar, die Schlange und den Adler. Im heiligen Brunnen fand man Schmuck und viele Skelette, die als Menschenopfer interpretiert wurden.
In Playa del Carmen ist für die Kurzweile des Touristen gesorgt. Agutis durchstreifen den Hotelgarten. Kreuzfahrtschiffe legen öfters in Cozumel in der Karibik an.